Das hat Sheldon Cooper auch mal gemacht, wobei er hat seinen Kopf in so ein Loch gesteckt und hing dann da fest. Fand ihr auch nicht so lustig. Leonard schon. Ich wollte gerade sagen, war es jetzt clever hier zu warten? Nein, es war nicht so clever. Also nochmal. Aua. Und dann aber laufen. Furzt ihr dabei immer? Okay, man darf da nicht stehen bleiben. Ja, lol, lol, sehr geil. Was hast du denn da machen, verdammt? Jetzt muss ich diesen natürlich. Huch. Bin mal gerade überfragt, was man jetzt hier machen soll. Da kommst du nicht hoch. Die Dinger hier ziehen? Ja, kannst du nicht. Kannst du nicht drei Tage hier hin und her hopsen? Kann es ja nicht sein, oder? Ach, dazwischen vielleicht, da tut die Rohre durch. Nein. Autsch. Der furzt immer dabei. Wie ungeschickt. Okay, was sollst du machen? Du kommst an das Ding da in der Mitte nicht ran. Oder bin ich zu doof? Kann ich die Kasse vielleicht ziehen? Jetzt hier machen. Ja, ja. Das Dumme ist, man hat ja auch nicht wirklich Zeit, sich da jetzt irgendwie großartig was zu überlegen, weil er fummelt ja die ganze Zeit da im Raum rum. Ich vermute da das Ding in der Mitte, oder man kommt da nicht ran. Das war knapp. Ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass das Ding noch irgendwie zugeht und dann ist es zu. Dann ist erstmal Ruhe. Man kommt da nicht ran in das Teil. Man kann die Käfige auch nicht ziehen oder drehen oder sonst irgendwas.
wäre natürlich auch sehr blöd. Ey, der ist echt so blöd, da weiterzukommen, das kann doch nicht sein. Oder? Nicht runterklettern. Scheinbar stehen bleiben, ohne dass einem was passiert. Also noch. Ganz gleich vor, wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir auch, warum der so lange Arme hat. Weil der cheatet. Da unten komme ich nicht lang. Ich kann das Ding nicht bewegen. Ich komme da nicht rangesprungen. Ich hätte ja gedacht, dass man die Klappe da aufmachen muss irgendwie. Ja nicht hin. Ich kein Plan, man kann da nicht hinspringen. Doch. Den Käfig kaputt mal. Das hat doch jetzt irgendwie. Hat das doch sonst keinen Sinn, dass er die ganze Zeit jetzt da rumquengelt und der Kasten da kaputt geht. Man konnte es ziehen. Ich hab doch was abgerissen. Okay. 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 Also okay. Weg. Zusammengeschnitten. Deswegen habt ihr das jetzt mal gekriegt. Ich muss hier hin. Ich hab's vorhin versucht. Und jetzt habe ich die Arschkarte mal wieder. Ich konnte da ein Stückchen abreißen. Und ich dachte ja schon, dass das irgendwie so die Lösung ist, dass man das kaputt machen muss. Aber jetzt. Einfach mal irgendwie dahin. Ich glaube nicht so toll. Okay. Nein, finde ich nicht so toll. Da war der Arm ab. Ups. Ja. Alter, geh weg. Jetzt ist doch die Klappe auf. Siehst du, so einfach kann das manchmal sein. Ups. Und schwupps. Und so. Und ganz durch bitte. Hallo. Ja. Und safe. Warum hat das nicht gleich gemacht, ne? Immer das Einfachste versuchen. Ja. Das heißt, die. Wie mache ich denn das jetzt? Ich schneide das jetzt an das letzte Video irgendwie ran und fangen jetzt praktisch jetzt hier die neue Folge an. Das ist eine Idee.